So, FC Cosmos Koblenz gegen den FV Dudenhofen in der Oberliga Rheinland-Pfalz Saar, 23-24. Ja, Cosmos Koblenz hat jetzt die letzten Spiele, jetzt, ich glaube, 4 Spiele insgesamt jetzt zuletzt verloren. Nur 2 Saisonsiege haben sie bisher einfahren können. Da hofft man jetzt natürlich, dass sie jetzt gegen ein Team, was auch einigermaßen weit da unten steht, dass sie da natürlich sich ein bisschen Luft verschaffen können unten und vielleicht auch den einen oder anderen Platz, wenn es geht, auch springen können heute. Und ja. So, dann kannst du diese Partie losgehen. Also, wie gesagt, Cosmos Koblenz will sich ein bisschen Luft jetzt verschaffen in der Tabelle und da hat sich schon einer direkt verletzt nach einer guten halben Minute. Was es zudem jetzt auch noch bei Cosmos zu sagen gibt, Samranio Kallio, Leandro Huatam und Willim Posinkovic haben ihren Vertrag bei Cosmos weiter aufgelöst, weil sie eine neue Herausforderung suchen. Also die beiden Spieler, die große Anteile hatten, dass Cosmos Koblenz so weit aufgestiegen ist, also zweimal in Folge, diese beiden Leistungsträger sind jetzt nicht mehr da. Ja, Dudenhofen will sich da jetzt zuerst mal vorspielen, aber sie kriegen noch nicht diesen Freistoß. Jetzt mal Cosmos Koblenz, aber Dudenhofen fängt diesen Angriff erstmal ab. Der Verteidiger überlässt erstmal hier dem Torwart. Ja, und jetzt Cosmos Koblenz nochmal, aber dieser Ball ist nicht mehr im Spiel, der Ball ist zu weit. Dudenhofen will direkt in der Offensive bleiben. Cosmos kann sich gerade nicht so wirklich befreien. Ja, lässt sich nicht fallen. Der geht einfach weiter. Oh, da will der durchstarten, ey, der Siebener. Und es gibt tatsächlich Ecke für Cosmos Koblenz. Erster Stunde hat jetzt der Cosmos Koblenz. Boah, da kommt der Achter nicht zum Kopfball. Der Ball nochmal in die Mitte. Kein Elfmeter. Also ist jetzt auch die Situation nicht abgepfiffen. Und der Ball nochmal nach außen. Boah, der Ball viel zu kurz abgewehrt, aber wird trotzdem nicht bereinigt. Ja, kein Abseits. Also war noch einer dabei. Und Cosmos Koblenz geht in Führung. Ja, jetzt kenne ich mal von jedem Koblenzer Verein im Stadion Oberwärts mal die Torhymne. Ich hoffe, ich kriege jetzt nur nichts Urheberrechtliches reingedrückt. Aber sei es drum. Ja, da geht Cosmos Koblenz gegen Dudenhofen hier in Führung, die zuletzt den Stadtrivalen Rot-Weiß besiegt haben. Und da kriegt Dudenhofen nicht den Freistoß, den sie gern gehabt hätten. Und auch gegen die TuS hat Dudenhofen auch schon mal gut ausgesehen. Einmal haben sie mal 5-1 hier gewonnen gegen die TuS und den legt er nach außen und er geht wieder aufs Tor und dann hat
Donhofen ja auch irgendwann mal nochmal 2-2 gegen die TuS gespielt, wo sie den späten Ausgleich erzielt haben. Also, Dudenhofen hat schon ein paar Mal schon gute Ergebnisse gegen Koblenzer Teams. Also gegen die klassenhöchsten Koblenzer Teams einfahren können. Und die Situation kriegt Kosmos dann hier bereinigt. Also auch gerade hier im Auswärtsblock keine Dudenhofener Zuschauer. Also ich bin gerade die einzigste Person, die hier im Auswärtsblock, was die Zuschauer angeht, am nächsten ist. Ja, ist aber dieser lange Ball. Boah, und den kriegen sie irgendwie im Spiel gehalten. Der prallt vom Koblenzer noch ab. Aber der geht nicht direkt auf den Abschluss. Okay, den muss er auch irgendwie mal direkt auf vorne fordern. So. Ja, Kosovo bleibt immer noch dran, obwohl sie jetzt nicht wieder direkt den Weg in Richtung Strafraum gefunden haben. Ja, Kosmos bleibt weiterhin dran. Ja, und der wird tatsächlich gelegt. Das wird tatsächlich als Freistoß für Kosmos jetzt gegeben. Und den chippt da rein. Und knapp daneben, aber knapp daneben ist auch vorbei. Der Ball erstmal wieder ganz, ganz hoch befördert, aber weit kommt er nicht. Kosmos versucht jetzt wieder halt anzulaufen, aber ohne dass hier ein Freistoß gepfiffen wird, kriegen sie hier, glaube ich, sogar den Einwurf. Ja, und jetzt kann Dudenhofen vielleicht mal umschalten. Die hohe Flanke an den Strafraum, das könnte wie ein Bumerang zurückkommen, wenn das schief gehen sollte. Ja, und ich glaube, das könnte sogar jetzt der Bumerang werden. Vielleicht ein paar Sekunden Zeit verzögert, aber er kommt. Jetzt ist das so ein kleines Hin und Her. Jetzt nochmal Dudenhofen. Ja, Dudenhofen will jetzt auch den schnellen Ausgleich wiederherstellen, auch wenn jetzt natürlich schon ein klein bisschen Zeit vergangen ist seit dem Treffer. Ja, man kommt gerade schwer durch die Abwehr der Kosmonauten durch. Da muss vielleicht mal so ein langer Ball herhalten. Und irgendwie können sie den sogar noch sich durcharbeiten. Also haben sie gerade mal ein bisschen Arbeits- und Zeit sich gespart.
Aber zu welchen Kosten? Und auf den spielen sie über hinten, aber der Ball geht verloren. Und der geht auch aufs Tor, aber der wird geblockt. Ja, und jetzt können sie es vielleicht nochmal verlagern, aber sie wählen doch erstmal wieder die Variante hinten über den eigenen Torhüter. Guter Spielaufbau an sich ist was Wichtiges und Schlaues, aber vielleicht nimmt das manchen wenigen Situationen so ein bisschen den Schwung raus, wenn man vielleicht auch mit einem höheren Ball oder mit einer Seitenverlagerung dann doch in die Offensive hätte gehen könnte. Hätte gehen können, so. Der wird weitergeleitet und Kosmos setzt nach. Aber der Ball geht zum Einwurf raus. Und er wirft den Ball dahin zurück, wo in der Nähe noch ein Koblenzer steht. Also macht Kosmos einigermaßen gut, auch mit dem Anlaufen, mit dem Stören. Gut, jetzt vielleicht nicht so, das war der schlechteste Weg. Aber sie halten den Spielfluss am Laufen, was ich gut finde. Reißt jetzt nicht so den Fluss aus dem Spiel. Und aus dieser Situation, dass sie das Spiel nicht langsam gemacht haben, entsteht dieser Freistoß. Freistoß kommt rein, wird einmal hoch in die Luft geschädelt und geht sogar zum Eckball aus. Also hat der Schiedsrichter gerade angezeigt. Ich weiß gerade nicht, ob man es drauf hatte. Gute Phase jetzt kurz mal von Dudenhofen. Boah, der wird geblockt, glaube ich. Und den Ball wollen sie wieder direkt reinschießen. Da wird die Heckfahne kaputt geschossen. Okay, nicht ganz kaputt geschossen, aber ein Fähnchen oben geht ab. Und Dudenhofen bleibt in der Szene dran. Oder bleiben sie dort? Nee, bleiben sie nicht. Ja, Dudenhofen kann auch nach so einer Einwurfsituation nochmal am Ball bleiben. Aber Kosmos will auch dranbleiben, wollen aufs 2-0 gehen, wollen hier den nächsten Heimsieg einfahren. Ich glaube, den zweiten erst. Ich glaube, ihr zweiter Sieg kam auswärts. Mal Dudenhofen. Also es ist jetzt schon so das Spiel, dass jetzt auch Dudenhofen drin ist und versuchen. Aber man merkt auch trotzdem zu gewissen Teilen, je nachdem wo der Ball gerade ist, wie viele Spieler von Kosmos vorne sind, um anzulaufen. Man merkt schon, dass Dudenhofen sich teilweise auch beim Spielaufbau schwer tut. Ja, auch hier tun sie sich etwas schwer, weil da der eine Spieler von Kosmos Koblenz noch dabei war. Jetzt ein guter Diagonalball rüber. Und wieder ein Zweikampf am Strafraum. Und dafür, dass kein Dudenhofener Zuschauer am Aussetzblock ist, wird es dann hier doch gerade laut im Stadion. Und da geht der Schiedsrichter dann doch mal hin. So, und Dudenhofen spielt den Ball der Fairness halber auch zurück.
Und jetzt gibt das auch nochmal die Gelegenheit für Cosmos Koblenz, sich mal neu zu orientieren, mal ein bisschen Ruhe ins eigene Spiel reinzubringen. Und den halten sie im Spiel. Und ich glaube auch, das nicht gerade schlecht. Und trotzdem bringt er den unter Bedrängnis noch an. Es ist abgepfiffen hier und jetzt Cosmos Koblenz nochmal. Sollten sie aber auch einen dieser vielleicht noch seltener werdenden Angriffe jetzt mal ausnutzen zum 2-0. Vielleicht werden die Angriffe deswegen seltener, weil jetzt Dudenhofen wegen dem Rückstand kommen wird. Und da wird es wieder laut. Und wenn der Schiedsrichter da einen Vorteil gegeben hätte, hätte er ihn jetzt eigentlich abbrechen müssen. Aber er hat nichts gegeben, noch nicht mal Vorteil anscheinend. Ja, den kann er noch im Spiel halten. Den legt er zurück. Ich glaube, man hat es nicht ganz gesehen, der hat ein Luftloch getreten. Also er wollte einer abschließen und hat Luftloch getreten. Jetzt nochmal Cosmos Koblenz. Ja, das war auch nix. Cosmos hat manchmal, Dudenhofen hat manchmal gegen einzelne Spieler Probleme, die vielleicht auch zwischen zwei Leuten stehen. Also es ist schon ein umkämpftes Spiel. Beide Mannschaften wollen hier auf den Sieg. Gerade jetzt natürlich Cosmos, gerade hier zu Hause. Weil sie natürlich auch hier den Heimvorteil haben. Dudenhofen muss hier unter der Woche natürlich eine ordentliche Strecke hier anreisen und natürlich auch wieder zurück in die Nähe von Speyer. Der nächste Abschluss und der Schiedsrichter pfeift gerade irgendwas ab. Okay, es gibt jetzt eine gelbe Karte. Wahrscheinlich soll jetzt, ich glaube nachträglich vielleicht für den Zweikampf. Gut, das war jetzt glaube ich die nächste Aktion, die nächste mögliche Aktion, wo der Ball im Aus war, glaube ich, seit der Aktion. Und Cosmos kann den trotzdem für sich behaupten. Und den ins Spiel halten jetzt aber nicht mehr. Dudenhofen bildet hier so eine Abwehrkette am Strafraum, oder jetzt, die sich jetzt weiter wieder nach außen tragen lässt. Oh, Cosmos bleibt irgendwie dran, auch wenn der hier gezogen wird, das habe ich auch so gesehen. Und ja, jetzt wird das doch so ein bisschen rausgezogen, dass sich das doch nicht als schneller Freistoß herausstellt. Ja, aber da war dann, glaube ich, keiner wirklich vorbereitet, bis auf der Torhüter. Ui, und den kriegt er noch am 44er, also vom 44er weg. Und jetzt nochmal Cosmos Koblenz, die sich gerade auch wieder über diese Seite immer wieder nach vorne bewegen können, aber das war nicht erfolgreich. Ja, nicht abgepfiffen, das war sauber. Jetzt wieder Cosmos Koblenz. Ja, und das gibt den nächsten Einwurf für Cosmos. Oh, wie lange denn noch? Ich habe extra zu dem Zeitpunkt angefangen wieder zu schneiden, weil ich dachte, der macht schnell. Wieder der Siebener, der den Reilich wieder zum Neuner. Wieder ein Abschluss geblockt. Also wenn jetzt hier mehr Schüsse oder beziehungsweise weniger Schüsse abgeblockt werden, dann hätten wir mehr Schüsse vielleicht aufs Tor, vielleicht so ein oder zwei extra. Einer ging ja noch daneben.
Also der Torhüter wäre hier durchaus gefordert bisher, wenn nicht so viele Schüsse abgeblockt worden wären. Das war kein Foul. Oder nicht strafwürdiges. Und jetzt nochmal Cosmos Koblenz. Flanke an den zweiten Pfosten, da war der Dudenhofner noch dran. Und ganz schnell in einem Kontakt vorbeigelegt. Einmal die Flanke rein und rausgeköpft. Und wieder nicht abgepfiffen. Das Spiel geht weiter, auch wenn da der Koblenzer gerade gestoppt hat. Nochmal Cosmos Koblenz, die immer noch führen mit 1:0. Und jetzt wird zu Dudenhofen abgepfiffen tatsächlich mal. Und jetzt spielen sie hinten über den Torwart. Oh, der Ball mit ordentlich Strahl hinterm Abschluss da und jetzt so ein bisschen Flipper da gespielt und Cosmos kriegt den Ball. Ja, jetzt dauert das jetzt alles wieder so ein bisschen. Aber vielleicht auch mit dem Überlegen, wie machen wir es? Wie gehen wir ran? Ja, und da wird irgendwas jetzt hier applaudiert, jetzt so ein bisschen im Hintergrund. Boah, das ist schon ein härteres Einsteigen, aber es gibt nur einen Einwurf. Das ist schon jetzt der nächste Einwurf. Ich habe den eigentlichen Einwurf verpennt. Das sah jetzt eigentlich für mich schon wie ein falscher Einwurf schon fast aus. So tief runter, wie er den geworfen hat. Und nächster Abschluss wieder geblockt. Also die stehen mit sehr vielen Spielern im oder am eigenen Strafraum. Dass Cosmos Koblenz keinen weiteren Ball mehr aufs Tor gekriegt hat. Also haben das Tor und dann einmal noch einen etwas schwächeren Abschluss, den der Torwart festgehalten hat. Aber sonst gab es keinen direkten Abschluss mehr aufs Tor. Vielleicht an sich Abschlüsse, die aufs Tor gekommen wären, insofern sie nicht abgeblockt worden wären. Mann, das sind hier meistens reizende Zungenbrecher, die ich mir hier selbst aufgebe. Oder hey, neu erfinde. Boah, das war ein Foul. Und wieder fällt ein Dudenhofner. Aber es läuft weiter. Boah, das ist ordentlich Gestochere da hinten. Und der Ball jetzt erstmal im Aus. Und ja, dann gehen sie jetzt erstmal zum Dudenhofner. Ja, jetzt auch schon wieder 24 Minuten Aufnahmezeit. Also wir sind jetzt schon wieder, denke ich jetzt mal, an den 30 Minuten dran. Obwohl, wenn jetzt 30 Minuten gespielt sind, würde ich nicht verstehen, woher jetzt 6 Minuten kommen sollen, die ich jetzt auf einmal weggeschnitten haben soll. Dann verstehe ich nicht, woher diese 6 Minuten ungefähr kommen sollen. Ich verstehe das mittlerweile nicht. Und jetzt nochmal Dudenhofen. Oh, das war schon ein härteres Einsteigen. Und das gibt die nächste gelbe Karte. Ich glaube, es gab schon eine. Das hier ist jetzt die zweite. Ich habe mal kurz nachgeguckt. Es ist jetzt 20:31 Uhr.
Also 6 Minuten sind tatsächlich jetzt weg. Woher kommen diese 6 Minuten? Woher kommen diese 6 Minuten? Das frage ich jetzt mal euch. Die Leute, die im Stadion waren, also die jetzt hier gerade im Stadion sind und dieses Video vielleicht bis hierhin gucken und sich das hier jetzt anhören, die können vielleicht doch irgendwie bezeugen oder so, dass das ja nicht so lange eigentlich sein kann. Gut, vielleicht diese langen Behandlungspausen, klar, die schneide ich ja im Endeffekt raus, aber ja, okay, da fällt mir jetzt selbst nichts ein, was ich mit aber argumentieren könnte. Ich weiß nicht, vielleicht, weil die Videos werden ja an sich ja auch länger, vielleicht habe ich nicht mehr genug Konsequenz, manchmal die Videos zu beenden, dass ich einfach mal auch spontaner vielleicht mal eine Abmoderation starten muss oder so. Aber das ist auch trotzdem manchmal mit dieser einen letzten Aktion, die man vielleicht noch haben will, vielleicht noch das Tor draufkriegen. Oh, und was macht denn der Torwart da hinten? Das wäre fast der Klops des Jahres geworden. Oder zumindest mal der Klops des Spieltages. Gut, je nachdem, was alles so in den anderen Spieltagen passiert ist. Ich habe mir noch nicht die Highlights angeguckt von Dudenhofen gegen RW. Jetzt einmal die Flanke, die Mitte, und das wird diese Ecke geben für Dudenhofen. Die Ecke von Dudenhofen, die wird von dem Kosmonauten verlängert. Und der tritt einmal da komplett am Ball vorbei. Und Kosmos will umschalten. Und da verlangsamt sich es dann doch so ein bisschen vielleicht. Aber einer steht hier frei. Kann sich in die Mitte orientieren und... Ja, aber der Ball ist auch schon wieder weg. Jetzt nochmal Dudenhofen. Der Torwart tut sich schwer, den Ball rauszuschlagen. Da kommt der Abschluss und jetzt blockt Kosmos Koblenz mal einen Dudenhofen-Abschluss und kontert schon wieder. Der nächste Abschluss und der wird pariert. Gut, jetzt hat sich das mit dem Abschlag auch ein bisschen länger rausgezögert. Jetzt hätte ich es beenden können. Mir fehlt einfach die Konsequenz, die ich früher vielleicht mal hatte. Och man, jetzt geht das hier schon wieder so auf die 29 und 30 Minuten. So, ich will die Videos gar nicht so lange halten eigentlich. Sorry, wenn ich es jetzt immer so mit so jämmerlicher Stimme so erwähne oder mit so weinerlicher Stimme erwähne. Aber Leute, ich will mich eigentlich immer noch so in den 20 Minuten, jetzt eher 20 Aufnahmeminuten orientieren. Damit beende ich dieses Video. Wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss.